Auch in diesem Jahr veranstalten die Berliner Wasserratten ihr traditionelles 24-Stunden-Schwimmen, bei welchen es von Samstag 17 Uhr bis Sonntag 17 Uhr Schwimmbegeisterte in das Stadtbad Märkisches Viertel zieht. Ja, es ist halt eine schöne Gelegenheit für uns, sozusagen mit Schwimmern in Verbindung zu kommen. Auch die Kinder lieben das sozusagen, auch außerhalb der normalen Öffnungszeiten von Schwimmhallen, die ja sozusagen normalerweise um 21 Uhr zumachen, nachts schwimmen zu gehen. Das Besondere, jung und alt, groß und klein oder Spitzen- und Freizeitsportler schwimmen bei Musik und Lichtshow gemeinsam nebeneinander. Jeder in seinem Tempo. Wir sind gekommen, weil Anja schwimmt auf Seestraße im Schwimmbad. Sie ist Mitglied. Ehrenamtliche Helfer zählen dabei fleißig die Bahn der Schwimmer und stellen vom Beckenrand aus sicher, dass niemand untergeht. Zudem bietet das Tauchteam des Veranstalters den Besuchern die Möglichkeit, in voller Montur, sprich in Neoprenanzügen und mit Sauerstoffflaschen einmal im Schwimmbecken unterzutauchen und unter Wasser zu atmen. Die ganzen Kinder, auch Erwachsene, dürfen sozusagen einmal reinschnuppern ins Tauchen und dürfen einmal atmen unter Wasser. Und das ist heute und morgen unsere Aufgabe hier. Nach 24 Stunden müssen dann alle wieder aus dem Wasser. Und es gibt eine Siegerehrung mit Medaillen und Pokalen. Doch im Vordergrund der Veranstaltung steht nicht der Wettkampf, sondern der Spaß und die Freude für das Schwimmen aller Altersklassen. Denn seit den Lockdowns gibt es ein gewaltiges Problem im Schwimmsport. Wir haben auch ein bisschen Probleme. Viele Kinder können heute nicht mehr schwimmen. Und dann ist es halt sozusagen für uns auch wichtig, Nachwuchs zu fördern, die Leute fürs Schwimmen zu begeistern. Und das gelingt den Berliner Wasserratten bestens. Für den Verein ist es mittlerweile eine schöne, in Berlin einmalige Tradition geworden, aber auch die Gelegenheit, mit neuen Schwimmern in Kontakt zu treten.